Woher kommt der große rote Fleck? Warum wird er kleiner? Warum existiert er schon so lange? Der Jupiter stellt uns vor große Rätsel und jetzt ist noch eins hinzugekommen, seine Polarlichter. Sie sind einfach riesenhaft und rekordverdächtig. Jetzt hat ein Forschungsteam eine wirklich mysteriöse Entdeckung gemacht, die die Polarlichter des Jupiter-Südpols betrifft. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler weltweit sind baff. Die aktuelle Entdeckung gibt große Rätsel auf, welches Verhalten der Polarlichter so mysteriös ist und warum es bislang gängige Theorien komplett auf den Kopf stellt. Jetzt in Klicks um Science and Fiction. Herzlich willkommen. Wir haben hier ja schon öfter mal über den Riesenplaneten Jupiter berichtet, der uns immer mal wieder vor große Rätsel stellt. Fest steht, er ist wohl vom stärksten planetaren Magnetfeld des Sonnensystems umgeben. Das sorgt zum Beispiel dafür, dass seine Polarlichter sehr lebhaft und dynamisch sind. Seine Auroren leuchten vor allem im Ultravioletten, im sichtbaren Licht sind sie eher unauffällig. Entdeckt wurden sie im Jahr 1979 von der US-Raumsonde Voyager 1. Dennoch wusste man lange nur, wie die Auroren der Nordpolarregion aussehen, denn die sind von der Erde aus tatsächlich sichtbar. Doch unser Unwissen über den Südpol des Jupiters hat die NASA-Raumsonde Juno beseitigt. Sie war im August 2011 gestartet und war im Juli 2016 in die Umlaufbahn des Jupiters eingeschwenkt. Seitdem hat sie beispielsweise Infrarotaufnahmen von seinem Nord- und Südpol gemacht und ihre Messungen haben uns zum ersten Mal auch die Polarlichter an seinem Südpol offenbart. Sie enthüllten tatsächlich Erstaunliches. Die energiereichen Teilchenströme und das Magnetfeld verhalten sich komplett anders als bei den Polarlichtern der Erde. Jetzt kommt eine weitere wirklich mysteriöse Erkenntnis hinzu. Ein Forschungsteam aus London hat die beiden Weltraumteleskope XMM Newton und Chandra genutzt und den Südpol von Jupiter mehrere Tage lang mit diesen beiden Röntgenteleskopen beobachtet. Das Ergebnis, auch hier gibt es ähnlich wie am Nordpol ein Gebiet, in dem sich die Röntgenstrahlung der Polarlichter konzentriert und das in einer mehr als beeindruckenden Größe. Der jetzt entdeckte Hotspot ist größer als die gesamte Erde. Wow! Und auch zur Lage dieses Gebiets hat das Forschungsteam Erkenntnisse gewinnen können. Es liegt jeweils polwärts von dem leuchtenden Oval, das die im UV-Licht sichtbaren Polarlichter bildet. Hinzu kommt eine weitere riesige Überraschung, denn das Verhalten der Jupiter-Polarlichter von Nord- und Südpol, das ist komplett unterschiedlich. Einen großen Unterschied macht ihre Taktung. Statt wie erwartet im selben Takt zu pulsieren, pulsieren sie völlig unabhängig voneinander. Die südliche Röntgen-Aurora pulsiert in einem 11-Minuten-Zyklus. Die Messungen am Nordpol dagegen ergaben, dass die Röntgenstrahlung dort entweder unregelmäßig aufstrahlt oder aber in einem 5-8-Minuten-Takt pulsiert, also deutlich schneller als bei dem Hotspot am Jupiter-Südpol. Und das kommt wirklich mehr als überraschend und setzt die Forschungsteams vor ein großes Rätsel. Zitat: Wir dachten, dass die Aktivität der beiden Polarlichtgebiete durch das Magnetfeld des Planeten koordiniert wird, sagt einer der beteiligten Forscher, William Dunn. Zudem unterscheiden sich auch die Lichtkurven der Strahlung, so das Ergebnis der aktuellen Studie. Nun gilt es, die Ursachen für dieses Aurorenrätsel zu finden, denn bisher galten die Wechselwirkungen des Sonnenwinds mit dem Jupiter-Magnetfeld als Auslöser der Röntgenstrahlung und zwar in Kombination mit den Schwefel- und Sauerstoffionen, die vom drittgrößten Jupitermond Io in die obere Atmosphäre des Jupiters gelangen. Durch sein globales Magnetfeld nahm man bislang an, dass die Reaktionen dieses Feldes koordiniert ablaufen. Das Forschungsteam vermutet jetzt, dass noch weitere Einflüsse an beiden Polen wirken, die bislang aber noch unbekannt sind. Zitat: Wir müssen dies weiter untersuchen, um herauszufinden, wie der Jupiter seine Röntgen-Aurora produziert. Betont dann. Große Hoffnung setzt das Team dabei auf die Messdaten der Raumsonde Juno. Wenn ihr erfahren wollt, wie es da weitergeht und welche neuen Erkenntnisse es gibt und auch zu allen anderen Themen die Videos nicht verpassen wollt, dann drückt mir hier ein Abo aufs Auge und vergesst nicht den, genau, auf die Glocke, denn dann kriegt ihr nur mit, wenn neue Videos online gehen. Hier geht es weiter mit Jupiter-Fakten, mit zahlreichen Infos und spektakulären Aufnahmen des größten Planeten unseres Sonnensystems. Und ansonsten, bis dann, bleibt dran.